Naturentdecker. Ich grüße euch heute aus Hohwacht und heute sammeln wir keine Kräuter, sondern Bräuche, und zwar Bräuche, die Brennnessel betreffen. Kommt mit! Ach, könnte die Brennnessel doch nur in Worten zu uns sprechen, was sie uns wohl zu erzählen hätte. Sie zeigt sich uns ja immer so von ihrer rauen Seite. Ob sie wohl zugeben würde, dass sie neben all ihrer Kraft und Rauheit im Grunde zu den Liebespflanzen gehört? Das sanfte Auspeitschen mit den Brennnesseln, das schon von Sebastian Kneipp empfohlen wurde, hilft nämlich nicht nur gegen rheumatische Beschwerden und gegen Gicht, sondern soll auch die Leidenschaft steigern. Auch in heutiger Zeit gibt es noch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen oder, wer weiß, vielleicht auch aus Gründen der Liebe, auf die sogenannte Nesselpeitsche schwören. Früher wurde so die Kraft der Brennnessel auch für die Tiere genutzt, deren Sinn nicht nach Fortpflanzung stand. Genau eben wegen dieser aphrodisierenden Wirkung durften die Nonnen und die Mönche in den Klostern nicht einmal die Samen der Brennnessel essen. Es hieß auch, dass sich das Kraut gut zum Herstellen eines Liebestrankes eignet und das Räuchern mit den Samen der Brennnessel, das soll den gleichen Effekt haben. Die Brennnessel würde uns sicher auch etwas über die nordische Mythologie erzählen, denn dieses brennende Kraut ist die Pflanze des Gottes Thor. Der Gott, der über das Wetter, das Gewitter, speziell über Blitz und Donner herrscht. Die brennende Pflanze ist eng mit Thor verbunden, weshalb sie auch den Namen Donnernessel trägt und seit jeher als Schutzkraut gegen Blitzschlag gilt. So legte man, sobald sich ein Gewitter ankündigte, zum Beispiel Donnernesseln auf die Bierfässer, um zu verhindern, dass das Bier ungenießbar wird. Zum Schutz vor Gewitter und anderem Unheil wurden auch Brennnesselräucherungen durchgeführt. Und Thor ist übrigens auch der Gott der Fortpflanzung, wo wir wieder bei der Brennnessel als Pflanze der Liebe wären und sich der Kreis schließt. In Österreich sollte man übrigens an Pfingsten lieber zu den Frühaufstehern gehören. Denn wer an diesem Tag nämlich nicht aus dem Bett kommt, der bekommt einen Gruß aus dem Garten in das Bett gelegt, und zwar einen Strauß Brennnesseln. Die Brennnessel würde uns sicher auch etwas über den Tag erzählen, an dem die Sonne am höchsten steht. Vom längsten Tag, vom Begrüßen des Sommers und von der Zeit, an dem die Tage dennoch ganz langsam wieder kürzer werden. Sie würde uns sicher von der Sonnenwende oder dem Johannistag erzählen. An diesem Tag spielt sie nämlich, so wie viele andere Kräuter, eine wichtige Rolle. Die Sonnenwende ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt für das Vorhersagen des Wetters und somit auch wichtig für die Landwirtschaft, denn die Sonnenwende gehört zu den Lostagen. Brennnesselsträuße wurden im Stall an den Stalltüren und an den Fenstern aufgehangen und sogar in die Misthaufen gesteckt. Sie sollten das Vieh vor Unheil beschützen, und auch das Räuchern von Brennnesseln in den Ställen diente dem Schutz der Tiere. Die Brennnessel gilt seit der Antike als unheilabwehrend. Es ist eine sehr vielseitige und sehr charakterstarke Pflanze. Sie wirkt zäh, was sie durch ihren Wuchs aufzeigt, und ihre Stängel sind so standhaft und fest, dass früher feste Gewebe und Seile aus ihnen hergestellt wurden. Es ist ein sehr kräftiges Kraut, aber auch ein sehr kräftigendes Kraut. Sie wirkt abwehrend, was sie nach außen hin schon durch ihre Brennhaare signalisiert, und doch ist sie eine Liebespflanze. Sie wirkt schützend und vertreibt Böses. Sie vertreibt schlechte Energien und Unheil. Sie wirkt austreibend, innerlich wie äußerlich. Essen wir von der Brennnessel oder trinken einen Brennnesseltee, dann unterstützt sie unseren Körper beim Ausleiten von Giftstoffen. Eine Räucherung mit Brennnesseln soll Schlechtes austreiben, weshalb sie auch gerne zum Ausräuchern von Plätzen und Räumen mit negativen Energien genutzt wird. Und das Räuchern mit Brennnesseln gilt ja im Allgemeinen als schützend, weshalb es auch üblich war, das Kraut in der Walpurgisnacht zu räuchern. Denn so konnte man sich vor böser Hexerei schützen.
Ein Aufguss aus Brennnesseln als Badezusatz soll vor Verhexung und anderem Übel Schutz bieten. Wobei aber solch ein Brennnesselbad nicht an die Walpurgisnacht gebunden ist. Einige der Brennnesselbräuche hängen mit dem leiblichen Wohl zusammen. So wurden zum Beispiel am Tag der Sonnenwende Speisen mit Brennnesseln zum Schutz gegen bösen Zauber gegessen. Und am Neujahrstag gab es mit der Hoffnung auf ein gutes Jahr einen Brennnesselkuchen. Vielleicht würde uns die Brennnessel auch erzählen, was sie mit der Zahl 9 zu schaffen hat. Dann würde sie eine recht alte Geschichte erzählen, denn es handelt sich um eine uralte Überlieferung. Früher aßen die Germanen, die Slawen, die Balten und die Kelten im Frühling eine grüne Kräutersuppe. Sie wurde aus 9 Frühlingskräutern zubereitet, die alle voller Nährstoffe steckten. Diese Suppe sollte ihnen nach dem harten Winter neue Kräfte schenken und die Lebensgeister wecken. Es mussten aber genau 9 Kräuter sein, denn die Zahl 9 gilt als heilig. Sie ist der Mutter Erde geweiht. Und die bringt schließlich neues Leben hervor und schützt es. In 9 ist ja auch das Wort neu. Noch heute ist diese Suppe als Gründonnerstagssuppe oder 9-Kräutersuppe bekannt. Und eben in diese Suppe gehört mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen auch die schützende und stärkende Brennnessel.